Die europäische Schuldenkrise beschäftigt uns weiter. Gestern Abend hatte die Ratingagentur Fitch eine Warnung ausgesprochen, nämlich dahingehend, dass diese Schuldenkrise möglicherweise auch auf US-Banken überspringen könnte. Das wäre im Umkehrschluss dann übrigens auch nicht so gut, gerade für Deutschland und für Frankreich. Da sind nämlich die US-Banken auch stärker engagiert. Also das zieht jetzt große Kreise. Und das drückte auch gestern schon die Kurse an der Wall Street und auch heute zunächst den deutschen Aktienindex. Dann hat die Ratingagentur Moody's zahlreiche Landesbanken in ihrer Bonität abgestuft. Auch das ist natürlich überhaupt nicht gut für die Entwicklung des Aktienmarktes. Dazu kam dann auch noch die Tatsache, dass die Renditen für verschiedene Staatsanleihen, nämlich aus Italien, aus Spanien und auch aus Frankreich wieder angestiegen sind. Und das, obwohl die Europäische Zentralbank Stützungskäufe vornimmt, auch heute wieder italienische Staatsanleihen gekauft hat. Stütze kam dann allerdings am Nachmittag durch US-Konjunkturdaten, die besser ausgefallen sind als erwartet. So scheint sich auch die Lage am US-Arbeitsmarkt wieder etwas zu entspannen. Denn dort haben 388.000 US-Amerikaner erstmals einen Antrag auf US-Arbeitslosenhilfe gestellt. Erwartet worden waren hier 395.000. Damit haben jetzt erstmals so wenige Amerikaner einen Antrag auf Arbeitslosenhilfe gestellt wie seit 7 Monaten nicht mehr. Das ist die eine gute Nachricht. Und dann gab es noch eine zweite, nämlich vom Immobilienmarkt. Der US-Wohnbaumarkt stabilisiert sich nämlich. Die Baubeginne, die sanken im Oktober auf das Jahr hochgerechnet lediglich um 0,3%. Man hatte hier mit einem deutlich stärkeren Rückgang gerechnet. Außerdem sind die Baugenehmigungen für Eigenheime um 10,9% nach oben gegangen. Auch das doch eher ein Hoffnungsschimmer. Und das sorgt jetzt insgesamt dafür, dass der DAX seine Verluste eingrenzt, jetzt bei 5.880 Punkten nur noch mit 0,6% im Minus notiert. Einen klaren Trend hier an der EUWAX gibt es allerdings im Moment nicht. Dazu geht das viel zu schnell hin und her. Die Umsätze sind insgesamt auch nicht so hoch, wie wir das normalerweise gewöhnt sind. Noch ein paar Einzelaktien. Die Telekom wird hier als Favorit gesehen. Hier werden Cores gekauft. Bei den Banken greift man heute zu. Die verlieren gerade Commerzbank, Deutsche Bank rund 2%, mal mehr, mal weniger. Man kauft hier Calls auf die Deutsche Bank und ThyssenKrupp, stärkster Verlierer im DAX, 4,8%. Hier der Abschlag, das liegt an einer Prognosesenkung des Konkurrenten Voestalpine aus Österreich. Darunter leidet ThyssenKrupp, werden in Sippenhaft genommen. Auch hier halten sich die Reaktionen der Anleger in Grenzen. Auf dem aktuellen Niveau gibt es den einen oder anderen, der aber mal mutig Call-Optionsscheine kauft.